Seit Wochen halten Kämpfer der Islamistengruppe Boko Haram im Norden Nigerias mehr als 200 Schülerinnen fest. Nun bricht sich der Zorn ihrer Angehörigen Bahn. Sie werfen der Regierung in Abuja vor, zu wenig für die Freilassung der Mädchen zu tun. Die Islamisten von Boko Haram haben unsere Mädchen aus Chibok verschleppt. Sie haben Läden und alles andere in Chibok niedergebrannt. Wir sind hier, um für ihre schnelle Befreiung zu demonstrieren und dafür, dass sie wohlbehalten wiederkommen. Auch die US-Regierung macht sich Sorgen um die Schülerinnen und hat bereits Polizei- und Militärexperten entsandt. Außerdem hofft Washington auf eine internationale Ächtung der Terroristen. Präsident Jonathan war sehr glücklich über unser Angebot. Wir werden jetzt schnell Maßnahmen ergreifen und alles Nötige umsetzen. Die USA und die EU waren durch ein Video aufgerüttelt worden, in dem der Boko Haram-Chef den Verkauf oder die Versklavung der gefangenen Mädchen ankündigt. Er gilt als Drahtzieher zahlreicher Anschläge. Ich habe die Mädchen aus einer Schule mit westlicher Bildung verschleppt. Ich habe gesagt, dass westliche Bildung hier nichts zu suchen hat. Sie muss ein Ende haben. Mädchen, geht lieber los und heiratet. Auch in den USA gibt es inzwischen Demonstrationen wie hier vor der nigerianischen Botschaft. Die Teilnehmer skandieren, bringt unsere Mädchen zurück und werfen der Regierung in Abuja Untätigkeit vor. Ihre Forderung, ein robuster Militäreinsatz zur Befreiung der Schülerinnen.